Mir klaut ja keiner das Fahrrad, das ist ein Fehlalarm. Ich habe dann sofort die 110 gewählt. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass der sofort die Streifen losgeht. Ich bin zu Fuß geflüchtet. Biketracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Am 3. März habe ich um 16.20 Uhr mein Fahrrad auf dem Luisenplatz in Darmstadt abgestellt. Wie bist du auf den Diebstahl aufmerksam geworden? Zum Tatzeitpunkt saß ich wahrscheinlich in der Straßenbahn zurück zum Luisenplatz. Und da ging sofort der Alarm los. Und da habe ich gedacht, oh Gott, und dann habe ich gedacht, naja gut, mir klaut ja keiner das Fahrrad, das ist ein Fehlalarm. Bin ich dorthin gelaufen, wo es Fahrrad steht, wo ich es abgestellt habe, war es weg und habe sofort angerufen, und habe dem Polizist gesagt, dass mein Fahrrad gestohlen ist, dass ich aber weiß, wo es fährt, dass ich den Biketracks, also den GPS-Tracker drin habe und das Fahrrad genau verfolgen kann. Was hast du dann unternommen? Ich habe dann sofort die 110 gewählt und habe dem Polizist gesagt, dass mein Fahrrad gestohlen wurde auf dem Luisenplatz. Und der Polizist hat sofort reagiert und hat die Streifen losgeschickt, die Polizeistreifen losgeschickt. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ich hab die halt gelotst, wo sie hinfahren müssen, wo das Fahrrad halt gerade ist. Und jedes Mal, wenn er die Richtung geändert hat, habe ich halt sofort dem Mann in der Leitstelle da Bescheid gesagt. Der hat es gleich weitergegeben. Und irgendwann hat der Täter halt kapituliert und hat das Fahrrad stehen lassen, ist zu Fuß geflüchtet. Warum hat der Täter das Fahrrad stehen lassen? Weil er gemerkt hat, dass die Polizei laufend hinter ihm her ist, dass die laufend ihm auf Sichtkontakt schon wieder da waren. Vielleicht hat er sich auch deshalb von dem Handyhalter und von den anderen Anbausachen und dem Schloss. Vielleicht hat er gedacht, da ist irgendwo ein GPS-Tracker drin. Er hat halt nicht keine Ahnung gehabt, wo der GPS-Tracker drin ist. Und vielleicht hat er sich deshalb dem Zeug entledigt und gedacht hat, dass die dann weg sind. Wie hat die Polizei darauf reagiert, dass du den Live-Standort sehen konntest? Der Polizist von der Leitstelle hat mich gefragt, wie genau können Sie das sehen, wo das ist? Und dann habe ich gesagt, das ist Meter genau. Ich kann es sehen, wo es live jetzt ist, auf den Meter genau. Und da waren die dann schon begeistert drüber. Die haben gesagt, Herr Rückner, endlich haben wir mal so einen tollen Einsatz gehabt. Das ist immer was anderes wie das ganze Alltagsgeschäft. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber es ist halt, die haben sich richtig geärgert, dass sie ihn nicht fassen konnten. Ja, aber sie haben echt gute Arbeit geleistet, finde ich, weil die haben ja längstens das Fahrrad sichergestellt. Und haben auch die Reaktion von dem Mann auf der Leitstelle, dass der, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass der sofort die Streifen losfliegt. Man muss das halt kundtun, dass man einen GPS-Tracker hat und dass man es genau verfolgen kann. Warum hast du dich für den Biketracks-GPS-Tracker entschieden? Als ich mir das teure Fahrrad angeschafft habe, habe ich meinen Händler gefragt, was man machen kann. Und er hat mir schon damals gesagt, da gibt's nur eins, was wirklich funktioniert, und das ist der Biketracks. Und ich bin auch begeistert, wie genau ich den Polizisten sagen konnte, wo es gerade fährt und wo er hinbiegt. Und ich habe das dann immer über den Lautsprecher mitgekriegt, wenn der mit den Kollegen von der Streife gefunkt hat, wo er genau abgebogen ist und dass er jetzt steht, habe ich denen gesagt, weil er dann auch mal ein Stück in den Wald gefahren ist und hat dann auch eine ganze Zeit lang ausgeharrt. Er hat halt wahrscheinlich gedacht, dass die Polizei kapituliert, wenn er da im Wald ist, aber da hat er sich Knitte gehabt.